herzlich willkommen zu eurer Kurzvorschau für das Jahr 2017 in deinem Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten. Die Monatsorakel bleiben euch auch im neuen Jahr mit einer Änderung bestehen, wie ich ja schon angekündigt habe, und darauf dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Neu wird jetzt immer mehr Musik dazukommen. Jede Energie bekommt ein neues und einzigartiges musikalisches Gewand verliehen. Also lass dich einfach überraschen. Ich freue mich schon total darauf, in die vielen musikalischen Genres und Welten für dich und mit dir und mit euch ganz einzutauchen. Also ein wunderschönes und glückliches neues Jahr wünsche ich dir und wünsche ich euch allen. Hallo liebe Jungfrau, das wäre einmal eure Voraussicht für das Jahr 2017, eine kleine Vorschau. Wenn du halt Jungfrau bist im Sonnenzeichen, im Aszendenten oder im Mondzeichen. Beginnen wir mit der Liebe. Wahrlich kein schlechtes Jahr, liebe Jungfrau, das auf euch dazu rollt. Insbesondere in den ersten 4 Monaten dürft ihr euch auf wirklich positive Entwicklungen in Partnerschaftsangelegenheiten freuen. Also, wer einer Jungfrau unterstellt, sie andauernd nur kühl ist oder irgendwie so, dann überrascht ihr auf einmal. Also, es gilt wahrscheinlich nicht für alle Jungfrauen hier. Aber ihr könnt auch wirklich hier auch wirklich viel einfacher als sonst neue Kontakte knüpfen. Und ab Oktober läutet Jupiter eine weitere Erfolgsphase ein, die Beziehung auch wirklich angenehm beeinflusst, tatsächlich. Ne? Falls du in einer Beziehung bist oder halt unterwegs bist irgendwie und Single, lediglich die späten Jungfraugeborenen müssen sich in Partnerschaften auf Schwierigkeiten einstellen, leider. Aber Kopf hoch, Saturn deckt nur das auf, eigentlich, was ohnehin im Argen ist. Also das kann auch mal gut sein, wenn dann irgendwie was immer gegrummelt hat und immer genervt hat, dann auf einmal auch mal ausdiskutiert wird und halt einfach auch an die Oberfläche kommt. Sowas könnte halt sein. Nutzt auf jeden Fall den Einfluss, also den planetarischen Einfluss, und so könnt ihr auch ein bisschen aufräumen unter Umständen. Ne? Beruf und Finanzen für euch. Dank Pluto verfügt ihr, sorry, auch 2017 über ganz viel Power. Also setzt auf jeden Fall diese Energien am besten ein, um halt berufliche Ziele zu verwirklichen. Und wenn ihr da nicht übertreibt, sondern halt irgendwie bodenständig bleibt, dann haben auch Konkurrenten kaum eine Chance. Also besonders erfolgsversprechend wird es für euch dann auch im Herbst. Wichtige berufliche und finanzielle Vorhaben stehen dann unter sehr guten Sternen. Dann die Gesundheit, meine Lieben. Wer konsequent etwas für Gesundheit und Wohlbefinden tut, der fährt im neuen Jahr definitiv am besten. Ihr verfügt über die nötige Ausdauer, um Pläne umzusetzen. Jupiter schenkt euch Freude und Begeisterung, auch am Sport. Lediglich Saturn fungiert als Bremse. Dies gilt insbesondere für die späten Jungfraugeburtstage. Also die späten Jungfraukinder! Ach ja, vielleicht muss man halt hier und da mal irgendwie die Brille absetzen und ein bisschen genauer sehen, die rosarote Brille, oder hier so ein bisschen irgendwie vorsichtig sein im gesundheitlichen Bereich. Ja. Aber ja, im Beruf ist dafür gut. Und ich denke halt immer, diese schwierigen Sachen, die sind ja auch mal wichtig, damit überhaupt auch Dinge auch mal ausgesprochen werden und auch mal gesehen werden. Also, ich wünsche euch ein ganz tolles Jahr. Bis dann, tschüss.